Das wird ein Battle, der in einer Sekunde entschieden ist. Ja, toll. Und das ist das Ende der Geschichte. Moment mal, das ist alles. Ich kann mich nicht erinnern. Was geschah mit Sephiroth? Von den Fähigkeiten her hätte ich ihn nie töten können. Die offiziellen Akten weisen aus, dass Sephiroth tot ist. Ich hab's in der Zeitung gelesen. Die Zeitung gehört Shinra. Du kannst dich also auf diese Information nicht verlassen. Ich muss die Wahrheit wissen. Ich will wissen, was passiert ist. Ich forderte Sephiroth heraus und habe es überlebt. Warum hat er mich nicht getötet? Ich lebe auch noch. Es scheint, dass vieles keinen Sinn ergibt. Was ist mit Jenova? Es war im Shinra-Gebäude, richtig? Shinra brachte es von Nibelheim nach Midgar. Hat jemand es später entfernt? Es fehlte im Shinra-Gebäude. Sephiroth? Verdammt, es ergibt alles keinen Sinn. Ich gehe, hört ihr, ich bin weg. Das Ding überlasse ich euch. Ich verklopp hier jetzt immer, ne? Hey Cloud, los gehen wir. Alles klar, genug Geschichte. Ha, lass uns gehen. Oh Bruder. Cloud? Wie schlecht ging's mir, als Sephiroth mich niederstach? Warum ist denn keine Musik im Hintergrund, Mann? Ich dachte, du lägst im Sterben. Ich war so verzweifelt. Ich. Die Alten, Zetra, Jenova, Sephiroth und ich. Lass uns gehen. Barret wartet. Alles klar. Eine faszinierende Geschichte. Aber meine Flöhe werde ich dadurch auch nicht los. Ah, wieder Musik. Oh, da tanzen die Flöhe. Hey Cloud, hier. HP, der PHS. Gruppenmitglieder austauschen, Menü aufrufen und PHS wählen. Es kann nur auf der Weltkarte oder einem Speicherpunkt verwendet werden. Ach so, alles klar. Benutze PHS und du kannst zu allen Kontakt aufnehmen. Also los, verschwinden wir von hier. Da, und wieder fröhliche Musik. PHS. PHS und da ist PHS, was soll denn heißen? PHS, kein Dunst. So, hier erstmal hier. Nein. Cloud wieder in die Mitte und hier mal Materie überprüfen. Ah ja, Behandlung. Wie kriegt denn Behandlung hier? Das ist ja die einzige Materie, die jetzt fehlt. Und genau, zweimal Analyse hatten wir ja gesockelt. Das eine Analyse gehe ich jetzt verkaufen, aber das mit weniger, hier weniger Erfahrung. Das hat 85, boah. Das hat 174. Also verkaufen wir die 85er Materie, weil wofür brauchen wir das zweimal? Und Materie war, glaube ich, in der Mitte, wenn ich mich richtig erinnere. Hallo. Ah ja, Materiegeschäft. Und ich möchte was verkaufen. Nein, nicht Objekt, Materie. Analyse. Und das gibt uns. Wie viel Geld? Keine Ahnung, habe ich jetzt irgendwie übersehen. Können wir noch was verkaufen? Ein paar Objekte. Metallstocken. Ich weiß nicht, sind das schon die besseren Waffen oder? Gucken wir mal eben. Ausrüsten. Ah ne, Metallstock ist die bessere. Okay, ah, jetzt haben wir hier auch einen Slot. Wieder. Okay. Ich muss mir den Namen mal merken. Metallstock, Mithrilstange können wir gleich verkaufen. Ah, für den haben wir noch keine Waffe. Okay, Metallstock. Können wir den verkaufen? Hallo? Ich will was verkaufen. Tja, Objekt nämlich hier. Hallo, bin ich blind? Hä? Ah, Mithrilstange, genau. Nicht Metallstock. Metallstock hat die ja jetzt. So. Dann gehen wir. Aber vorher noch hier ein bisschen Ordnung, muss ja sein. Feld. So. Ja, mal gucken, wo wir jetzt hinrennen. Ich habe keine Ahnung. Tja. Erstmal auf die Weltkarte so. Und die neuen Waffen hier erstmal, das, so viel muss sein, so viel Zeit. Kommt mal eben ihr hier ins Team, damit ich euch eure neuen Waffen geben kann. Und danach. Nein. Hier, Cannonball. Jawohl. Tja. Und hier, Tifa kriegt auch. Ach. Ausrüsten.
Nitrilkralle. So, perfekt. Und jetzt könnt ihr wieder verschwinden. Ich nehme ja die Heilerin ins Team und den flohverseuchten Köter. Das sind mir im Moment so die Liebsten. Speichern. Level 12. Und ach so, ja. Okay. Tja, hier ist ein Fluss. Gucken wir uns mal ein bisschen hier um. Ja, da ist jetzt gar nichts. Oh, ist überall nur das Meer. Und da will einer aufs Maul. Oh, ein paar Wölfe. Sind die irgendwie verwandt mit dir, Red 13? Ach, ich habe immer noch Heilung auf alle gesockelt. Muss ich ändern. Oh, wir haben Beben. So, jetzt reicht's aber hier. Feuer frei. Bam. Boah, ist aber ordentlich der Damage. Mal gucken, wie das Eis abgeht. Naja. Und jetzt. Und jetzt der Blitz. Jawohl, wir haben gewonnen. Okay, merke. Trank gefunden. Ja, wir hatten ja keine mehr, oder? Kaum noch. So, hier jetzt. Alle und Genesung ist doof. Dann machen wir alle und Feuer. Hab ich doch viel lieber. So. Tja, dann gucken wir uns mal hier um. Nach Midgar will ich nicht zurück. Boah, komm, gehst du Richtung Midgar. Da ist hier direkt alles viel dunkler. Oh mein Gott, Biker. Angriff von hinten. Was wollen die denn? Ja, yeah, wir wollen euer Geld. Kriegst du nicht. Komm, wir greifen mal an mit Iris. Ich bin mal gespannt, wie viel die abzieht. Bam. Schmeck mein Vorderrad. Jochen. Pff, ist ja gar nichts. Alter. Bam. Ja, der zieht auch nicht wirklich viel ab. Und Cloud. Ja, der haut rein. Der Cloud haut schon rein mit 91. Aber die anderen beiden, die kannst du in der Pfeife rauchen. Ein bisschen Geld. Na, hier ist gar nichts. Hier ist gar nichts. Müssen wir weg. Und nicht in der Mitte. Da will ich nicht mehr rein. Slum. Verseuchte Stadt da. Müssen wir wohl da hinten her. Na. Immer hier kämpfen, 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 kämpfen. Und schon wieder Wölfe. Ach nee, die scheiß Diebe, ey. Die können mich mal am Popo lecken hier. Schnell sterben, bevor die uns was klauen, ey. Schnell sterben. Schnell töten, so. Schnell! Meine Rechnung mit euch offenen. Offen, so, nicht offenen. Verdammt. Zelt, was? Geisterhand, ja, Geisterhand können sie haben. Aber... Ah, Gott sei Dank. Boah, das, ey. Geht ja aber gar nicht, die haben uns ja letztens in so ein Talisman abgeknöpft, die Schweinewande. Aber, ja. Nicht nochmal hier. So, dann stapfen wir mal Richtung, was ist das? Osten, ne? Ja. Ah ja, da auf der Karte, da sieht man auch so einen Punkt, so eine Stadt. Da können wir doch bestimmt hin. Ja, da ist wieder nur mehr. So, wer will diesmal aufs Maul? Ja, schon wieder hier die Wölfe. Ich mach hier immer das Gleiche, ne? Ja, so, hier beiß mich. Verdammt, ey, ich krieg die Tollwut. Und Cloud hat Limit. Oh, die geht ab, ne? Die Iris nur im Zaubern. Boah, ist die heftig. Im Zaubern ist die erste Sahne. Im Nahkampf aber total. Bleh. Ah ja, guck mal da. Sieht aus wie so eine Farm oder so. Und da ist irgendeine Wüste. Gucken wir mal auf der Farm. Was da. Nein. Was da so gibt, ne? Aber erstmal verkloppen wir wieder Wölfe. Oh ne, Strauße. Hallo. Die sieht aber süß aus. Nee. Flammenkuss. Vogelkick. Und Querhieb hier. Der geht mir auf den Sack, Stier. So. Zeit für meinen Querhieb. 1, 2, 3. Bam. Und weg ist der Piepmatz. Ah, du hast mein Freund getötet. Vogelkick. Oh, jetzt gibt's Grillhähnchen. Oh, da zieht die aber nicht so viel ab. Da waren die Gegner von gerade wohl nur feuerempfindlich. Bam. Stirb. Misshakener Vogel. Und der Vogel hat Hände. Was ist das denn? Will die Missgestalt. Ein Strauß mit Händen ist mir jetzt erstmal aufgefallen. Na, das Problem wäre gelöst.
Und gibt auch ordentlich hier Erfahrung, ne? Und Geld auch. Fällt mir. So, jetzt aber hier. Die Farm besichtigen. Hallöchen. Oh, guck mal, Schokobos. Wie süß. Wag. Bubibu. Wag. Wag. Aber wag. Ja. Ich habe alles verstanden. Ihr hoffentlich auch. Ich beherrsche ja die Schokobosprache. Wag. Diesmal nur wag. Oh mein Gott, ich glaube, das war die falsche Antwort. Oh, die tanzen für uns. Wie niedlich. Ja, also für die, die es nicht mitbekommen haben, ich habe gerade gefragt, ob die für uns tanzen können und sie machen es. Sie sind ja so lieb. Ganz liebevolle Tiere sind das, die Schokobos. Jetzt aber gut hier mit den Hintergewackeln. Ich habe noch andere zu tun. Ja, also ich bin begeistert. Oh, ich habe eine Materie erhalten. Ey, ey, könnt ihr nochmal tanzen? Habt ihr noch was? Ist ja geil. Was hat denn hier, ey? Will tanzen? Oh, die ist zornig. Tja, verdammt. Ein bisschen zornig. Was macht Zorn eigentlich? Keine Ahnung. Nein, Materie, wer hat denn hier? Genau, die hat Platz hier. Schokomok. Rot. Ich glaube, Rot waren Aufrufe. Was ist denn hier Werte? Angriff, Zusatzwirkung, ja, ich will wissen, was... Boah, leck mich am Arsch. Gibt's hier keine Hilfe oder so, wo man nachgucken kann, was bedeutet? da ist keine Hilfe. Nein. Da weiß ich auch nicht, was Zorn ist, ist auch egal. Auf jeden Fall hier nicht, gelangweilt oder was war das da? Eine Oma. Oder ein Opa. Willst du den Sumpf durchqueren? Den Sumpf? Okay, ja. Dann ist es wohl besser, wenn du dir einen Schokobo holst. Dann kannst du mit dem Schokobo durch den Sumpf flitzen. Das ist die einzige Möglichkeit, nicht von Midgard-Zolom angegriffen zu werden. Midgard-Zolom? Midgard-Zolom? Eine mehr als 10 Meter großes Schlangenwesen. Es folgt den Fußstapfen im Sumpf. Und dann, zack, greift er an. Damit das nicht passiert, kauf dir von der Schoko Bill und Schoko Bill Schoko Farm ein Schokobo. Wenn du ein Schokobo kaufen möchtest, sprich bitte mit meinem Enkel. Der ist drüben im Schokobo-Stall. Ganz rechts auf der Farm. Natürlich, ey. Die Geschichte erzählst du wahrscheinlich je, du willst nur Geld haben. Oh, verdammt. Suchst du ein Gasthaus? Nein. Dann wäre das wohl alles. Guck mal, wie geldgierig der ist, ey. Komm, bis im Schlafzimmer, da will er schon fragen, ob du übernachten willst und da kostet dann wahrscheinlich noch dick. Ja, nicht mit uns hier, Freundchen. Komm mal hier rein. Weiße. Ach, die Schlange machen wir platt, oder? Ja, auf jeden Fall. Billige Schlange. Hier, komm mal her. Schokobilli. Willst du ein Schokobo? Nein. Ah, das freut mich, okay. Das freut ihn, ja. Hallo, ich bin Chloe. Ja, hallo. 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 Tja, erstmal kaufen wir jetzt keinen Schokobo. Ich will mich erst vergewissern, dass die Schlange wirklich so tough ist, wie die hier behaupten. Und wenn wir die verkloppen, müssen wir noch keinen Schokobo kaufen. So. Das hier ist wohl der Sumpf. Ah ja, guck mal, da hinten ist schon irgend so ein schwarzes Ding. Da. Okay, da speichern wir lieber und heilen uns vorher. Dann machen wir die Schlange fertig. Also der Plan, der steht. Also Zelt. Ich dachte, mit Zelt geht alles weg. Auch Zorn und so. Toll. So. Komm her, Schlange. Wir sind Level 15, 14 und 13. So. Ja. Tja, du. Midgard-Zolom, du bist jetzt dran. Ey, ey, ey. Sieht aber böse aus. Ein Schlag tot! Wir laufen weg! Schnell! Also dein Schokobo-Angebot hört sich sehr verlockend an. Ich glaube, Renn weg, Mann! Renn weg! Hau nicht drauf! Die verkloppt sich sowieso! Ich glaube, wir sollten die Iris mal wiederbeleben. Nein! Oh! Alter Schwede!
Okay, Schokobo-Mann, wir kaufen einen Schokobo. Ja, geht ja gar nicht anders.